Anti-Konflikt, die wollen mit dich einen Konflikt eingehen, weißt du? Mit mir einen Konflikt? So. Ja. Die haben noch nichts gemacht. Heute habe ich noch nichts gemacht. Das ist ein Knüppel. Wir haben keine Konflikte, wir brauchen sie nicht. Nein. Frage ist, kocht es jetzt? Der andere Komiker, der letzte ist dabei. Letzte Dackel ist in der Erde. Wegen höchstens Konflikt, wenn sie hier so viel rumrennen, gell? So, Kaffeepause. Carsten, hast du gesehen? Der letzte Dackel war mit dabei. Der was? Der letzte Dackel. Ja, das sind alles Dackels, alles Halbdackels. Zelte durften wir keine mehr haben, wir durften auch keine zeltähnlichen Gebilde mehr haben. Da haben sie uns sogar die Sonnensegel weggenommen gehabt, die wir da an den Bäumen hatten. Wo wir uns, wann war das? Ich glaube, das war... Also wir sind einmal geräumt worden, da war diese große Zeltstadt, wo wir aufgebaut hatten. Und dann noch einmal dann eben so diese zeltähnlichen Gebilde, die sie haben stehen lassen. Und dann haben sie eben angefangen, mit diesen Schirmen was zu bauen. Und seitdem wird es halt irgendwie geduldet. Und dann sind auch wieder Zelte dazugekommen, wie man so sieht. Genau. Und was da für eine Taktik dahinter ist. Also, die haben auch gedacht, ja, vielleicht, ich weiß nicht, das Bild hier mit Müll oder mit den ganzen komischen Leuten oder wie auch immer, oder wenn es Krawalle gibt oder so, kann man ja sagen, das sind bloß Assis, die gehören nicht zu uns oder die sind doch doof und die, wie auch immer. Aber hier gibt es auch total Normale. Also, also ich kenne nur Normale hier. Also warmes Wasser vermisst man hier dann schon ein bisschen. Nach der Montagsdemo wollten sie letzte Woche einen Demozug machen zum Schlossplatz und dort den Schwabenstreich machen. Da haben sie aber zu lange gesprochen, da musste man den Schwabenstreich am Hauptbahnhof machen. Und da ist eine unangemeldete Demo losgegangen. Da sind wir losmarschiert und wir wurden dann immer weniger, kamen dann auf der Nordflügelseite an. Und die Polizisten haben schon so sich die Leute so angeguckt und haben dann wirklich Leute rausgezogen. Und dann haben sie auch zu mir gesagt, zwei Frauen so, die Polizei hatte ich im Visier. Und da hatte ich diese Zebrajacke eben an. Aber auf mich hatten sie es nicht abgesehen, sie hatten es auf den Bannerträger abgesehen. Und dann haben sie die eingekesselt an der Wand. Vom Bahnhof, aber wir haben dann gleich gefilmt und mit Handys und Kameras und alles und auch da drumherum und haben geschrien, freilassen, freilassen, und irgendwie haben sie dann doch gehen lassen. Also ich glaube, die haben nicht mal die Personalien aufgenommen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber sie waren recht schnell wieder draußen.